Der gute Zweck darf auch bei uns nicht zu kurz kommen. Dancing-Star Gregor Glanz, Bodypainting-Vize-Weltmeister Ludwig Dekali, Musiker Manfred Kirchmeier, alle sind sie gekommen zur Las Vegas Nights der Krebshilfe in Zell am See. Blickfang Blitzlicht wird Ihnen präsentiert von www.salzburg-cityguide.at. Jetzt auch als App verfügbar. Get inside and get in touch. Lieg noch da, weil ich was anders grad nicht kann. Wenn man über die Krankheit Krebs spricht, wird schnell klar, dass nicht nur der direkt betroffene Mensch leidet, sondern sein gesamtes Umfeld. Besonders sensibel auf eine Erkrankung reagieren die eigenen Kinder oder Enkelkinder. Und genau hier ist Hilfe notwendig. Deswegen hat die Krebshilfe Salzburg das Projekt Mama Papa hat Krebs ins Leben gerufen. Da geht es um Kinder, die in einer Familie leben, wo die Eltern an Krebs erkrankt sind. Wir bieten hier psychologische Begleitung an für Kinder. Wir lachen, wir reden über die Krankheit Krebs, wir besprechen das Ganze auch mit den Eltern, wie mit den Kindern dann umgegangen werden soll im Falle einer Erkrankung oder im Fall der Erkrankung, dass wirklich hier eine entspanntere Situation für die Kinder herrscht. Weil die Kinder machen sich natürlich große Sorgen, was passiert mit der Mama, was passiert mit dem Papa. Und hier, genau hier wollen wir helfen und ja, den Kindern zur Seite stehen. Der Hauptteil dieses Projekts besteht aus psychologischer Betreuung, aber auch Aufklärung in Schulen ist dabei ein Thema. All das kostet natürlich viel Geld und die Krebshilfe Salzburg ist deswegen auf Spenden angewiesen. Charity-Veranstaltungen sind eine Möglichkeit dafür, so wie etwa die Las Vegas Night Zell am See am 11. Mai im Win-Win in der Seegasse. Mit dabei waren so klingende Namen wie Bodypainting-Vize-Weltmeister Ludwig Dekali, Musiker Manfred Kirchmeier oder Dancing-Star Gregor Glanz. Die Stimmung an diesem Abend war wirklich fantastisch und die Besucher dankten es den Veranstaltern mit fleißiger Nutzung der Gewinnspielsäule und des Roulette-Tisches von Casinos Austria. Diese beiden Aktionen standen nämlich im Mittelpunkt, gingen die Einsätze doch 1:1 an die Krebshilfe Salzburg. Kombiniert mit einigen Extraspenden konnte so letztlich das fantastische Spendenergebnis von 7.000 Euro erzielt werden. Ja, es war ein wunderbarer Abend, mir geht es ganz hervorragend und 7.000 übertrifft die Erwartungen bei weitem. Also wir sind wirklich sehr, sehr glücklich, das jetzt hier wieder im Pinzgau dann einsetzen zu können. Und die Hilfe geht dann wirklich 1:1 weiter in die Familien hinein und wirkt ganz konkret bei den Kindern und bei den Menschen, die es brauchen. Der Veranstaltungsort mit den Räumlichkeiten des Win-Win Zell am See erwies sich letztlich als echter Glücksgriff, war aber von Haus aus eigentlich die logische Wahl. Eigentlich ist die Geburtsstunde von der Krebshilfe in Thomasbach in Win-Win Zell am See entstanden. Also wir sind die Förderer der ersten Stunde von der Krebshilfe Salzburg für den Bezirk Pinzgau. Das Win-Win war aber nur ein Unterstützer von vielen an diesem Abend, denn auch die kulinarischen Köstlichkeiten und die ganzen Preise wurden der Krebshilfe Salzburg von unterschiedlichen Partnern zur Verfügung gestellt. Ohne Partner geht es nicht und wir sind sehr, sehr dankbar, dass uns immer wieder sehr viele Unternehmen unterstützen und immer unter dem Motto, gemeinsam schaffen wir es und gemeinsam können wir viel bewegen. Dass die Krebshilfe Salzburg auf so viele großzügige Unterstützer zählen kann, liegt vor allem an der hervorragenden Arbeit, die dort geleistet wird, wie an diesem Abend von allen Seiten bestätigt wurde. Ich finde es sehr faszinierend, ich finde es toll. Ich habe selber auch in der Familie Krebsfälle gehabt, was leider nicht so gut ausgegangen sind. Und ich weiß, dass man da viel Unterstützung und viel Hilfe braucht und dass das ein sehr wichtiges Projekt ist. Ich finde vor allem den Einsatz vom Herrn Magister Stefan Spiegel sehr, sehr faszinierend. Also der ist richtig, richtig eifrig und motiviert dabei. Es ist wirklich erstaunlich, was der mit dieser Kraft und mit seinem kleinen Team, das er hat, das ist jetzt nicht ein großer Verein, da immer wieder auf die Beine stellt. Das ist sensationell und das unterstütze ich sehr gern, mache ich immer wieder. Das funktioniert nur mit Hilfe solcher Menschen, die sich dafür einsetzen. Und die sind mit Herz dabei, das ist auch alles, das läuft auch alles regulär. Jeder Cent fließt praktisch für den karikativen Zweck und deswegen muss man das auch unterstützen. Es ist ganz wichtig und ganz besonders auch die neue Aktion Mama und Papa hat Krebs, finde ich auch eine ganz tolle Sache und eine wichtige Sache, damit auch die Kinder damit umgehen lernen. Also ich bin mit der Krebshilfe wirklich sehr, sehr glücklich und unterstütze diese Ideen seitens der Stadt Zell am See immer gerne. Diesen Aussagen kann man sich wirklich nur anschließen. Und so bleibt am Ende an die Krebshilfe Salzburg nur noch eines zu richten. Ein aufrichtiges Dankeschön.